Einen wunderschönen guten Tag. Ja, mein Klon 37. Also Folge 37. Nein, das brauche ich nicht. Detektiv Conan gucke ich nachher weiter. So, jetzt erstmal wir. Ja, genau, klar, doch, macht Sinn. Brauchen unser Let's Play. Das war einmal schön verkackt. Das brauchte ich für eine Projektion frei. Wir brauchen wieder das andere Ding. Let's Play. Das da, genau. Okay. Wir sind natürlich auch wieder als Ronix unterwegs. So. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren. Es ist mittlerweile 2 Wochen her, keine 3 Wochen, wie erst angekündigt, weil, ja, Kauderwelsch, also, Kauderwelsch. Ich habe jetzt vor den Osterferien, habe ich jetzt die ersten Aufnahmen gemacht für die 3 Wochen und dachte mir so, ja, habe ich 3 Wochen praktisch erstmal Ruhe, aber jetzt am Ende der Sommerferien ist es gerade praktisch die letzte Woche von den Osterferien, Sommerferien, klar. Hatte ich irgendwie doch wieder Bock aufzunehmen, deswegen habe ich gestern halt Projektion frei aufgenommen, weil sie es gerade angeboten hatte, wurde ich gerade eingeladen. Und ja, da kann ich natürlich auch gleich denn die Wochenendaufnahme mitmachen, heißt also, ich habe quasi jetzt, wieder schon eine Aufnahme für nächste Woche, eine Woche quasi schon zu früh. Mal gucken, vielleicht bleiben wir sogar so, da habe ich immer eine Woche Puffer. Alles good game. Okay. Bei meinem Server geht der Start zumindest etwas schneller, das ist ganz beruhigend. So. Okay. Ja, wir. Oh, Lili ist dran. Ja, wir waren gerade dabei. Ach ja, meine Sichtweite ist ja noch dank des Servers sehr weit unten. So, wir waren gerade dabei, nee, wir haben alles abgeschlossen, wir haben das Ding hier. Warum heute viel Scheiß im Inventar? Wollte ich da nicht erstmal hier... Ach nee, die wollten wir erstmal aufessen, damit die ganzen ungenutzten Schüsseln hier wegkommen. Okay, gut. Wir haben 38 Eisen, die wir nicht eingeschmolzen haben, und 36 Eisen, die wir eingeschmolzen haben. Interessant. Dann mache ich mal. Nein, das macht keinen Sinn. Das macht auch nicht wirklich Sinn, aber so haben wir zumindest eine etwas effizientere Ausnutzung. So haben wir bloß einen Verlust von 2. Das geht dann noch. Okay. Gut, heißt also, wir können uns jetzt auf Diamantensuche begeben. Damit wir uns zum Beispiel auch endlich mal eine Rüstung hier anlegen können. Das wäre ganz sinnvoll. Ansonsten habe ich, habe ich noch überlegt, wir könnten bei dem Gebäude hier, könnten wir noch ein Dach reinziehen, weil das wirkt hier mit dieser Holzstruktur, sieht zwar sehr cool aus, weil es dadurch so groß, räumig wirkt, aber es wirkt damit halt auch eher wie so ein Stall und nicht mehr wie ein Haus. Also ich werde hier auf jeden Fall noch eine Wand um reinziehen und dann werde ich hier vielleicht auch noch zwischen Wände reinziehen, damit wir hier so ein bisschen Räume machen können, weil das Ganze erinnert, wie gesagt, eher an einem Stall als an ein Haus. Ja, ansonsten können wir uns mal so umgucken, was hier noch so passiert ist. Mal ein bisschen hier Update. Das war genau richtig. So, das Gebäude da oben gab es ja schon länger. Das ist ja von dem netten Herrn Exo. Da hat sich auch, soweit ich weiß, nichts verändert. Oh, komm jetzt. Mein Gott. Ah, genau, hier ist alles gleich geblieben. Ansonsten, Lilie arbeitet gerade an einem Großprojekt. Sie versucht praktisch eine ganze Stadt zu bauen. Also sowas wie, ja, Venedig. Also eine Wasserstadt. So, ansonsten weiß ich, dass hier ein Gebäude gebaut wurde.
Und zwar von der Lebensgefährtin von EXO. Die nette Dame RXO. Keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. RXO? Ach nee, andersrum. ROX. Na gut, kann man es ja aussprechen. ROX. Wo auch immer das Gebäude ist. Bin ich dran vorbei? Ist das hier oben? Nee, hier bin ich hier. Das müsste in die Richtung sein. Ach nee, doch, klar, wir sind ja hier noch gar nicht in der Stadt. Da vorne ist ja erst das Dorfzentrum. Ich schon wieder. Da war ich ja gerade komplett falsch. Das Gebäude müsste da sein. Tja, ansonsten haben wir jetzt auch noch einen Zoo. Da weiß ich auch noch nicht, ob ich das jetzt hier im Let's Play schon gezeigt hatte. Das Gebäude kennen wir ja mittlerweile. Das Tutorial hier kennen wir auch. So, wie gesagt, neu zugekommen ist, soweit ich weiß, habe ich das noch nicht gezeigt gehabt. Hier der Zoo, der ist neu. Ist zwar mittlerweile auch schon wieder alt, ja, aber jetzt hier im Let's Play habe ich den, glaube ich, noch nicht gezeigt. Hat man hier so praktisch Biome nachgestellt. Und dann gibt es hier Tiere, die man spawnen lassen kann. Dafür gibt es diese Spawner, sieht man da. Gibt es dann hier so Tasten, die man drücken kann. Hier ist noch ein Taster. So, na. Ah, nee, Quatsch, die Taster sind ja alle unten. Stimmt, ja. Nee, und unten gibt es dann auch noch, oder ist sogar eine Kuh. Und die sind dann so Aquarien und Höhlen und sowas alles. Also, ja, sieht man schon, ist ein bisschen dunkler. Ah, Stein. Und hier, wie gesagt, ein Aquarium. Und hier hat man halt ein paar Türen, ein paar mechanische Türen. Zutritt verboten. Ich komme auch nicht rein, weil hier ist kein Taster. Geht also nur per No-Clip. Und ja, wow, ich habe Fast aktiviert. So. Und dann kann man hier praktisch immer klicken, da ist ein Schalter und dann kann man praktisch die Tiere aufs Feld drauf schicken. Natürlich nur wir als Administratoren. Also entweder da sind jetzt überall Tiere oder die Zuschauer haben quasi Pech gehabt, so wie jetzt erstmal. Hier ist natürlich jetzt noch nichts los. Aufgrund der derzeitigen Inaktivität auf dem Server. Da wir ja bereits MyTest Version 5 haben und ja, und noch warten müssen, bis MyTest 5 wirklich so stabil ist, dass auch normale Benutzer, die Debian haben, das installieren können, ohne auf experimentell Paketierung umzusteigen. Von daher ist gerade auf dem Server hier ein bisschen wenig Betrieb. Und deswegen lohnt sich das auch nicht, da die ganzen Tiere rauszuschicken. Das bringt soweit nichts. Und da ist ein neues Gebäude, wie gesagt, das ist von ROX. Das ist auch so. Ist es ja sogar ein Dach, also hier ein Zwischenboden drin. Brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Ja, ansonsten, hier oben ist nichts weiter zu sehen. Sind hier ein bisschen sehr viele Bäume. Wenigstens läuft der Server nicht so extrem inperformant wie der projektionsfreie Server, wo ich einfach auf Minimalsicht weiter runtergehen musste. So, dann haben wir hier noch ein neues Baumhaus. Naja, eher weniger. Ist eigentlich eine Aussichtsplattform oder eine Überwachungsplattform, die praktisch sich ausgibt wie ein Haus. So, können wir mal hochgehen. Tada, kann man alle schön hier betrachten. Jo. Und das war's so meinerseits. Ansonsten weiß ich ja nicht. Kann es natürlich sein, dass wir noch andere Sachen geändert haben, von denen ich nichts weiß. Ich bin ja hier nicht gerade der Allwissende. Dum, 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 dum,
Hier kommen wir nicht lang, Hilfe. So. Okidoki. Ja, da ist auch Insel, kennen wir bereits mittlerweile. Yay, yeah, diesmal sind wir nicht gestorben. So. Jetzt, ne? Ja, dann gibt's noch etwas. Was ich bereits angesprochen hatte. Oh my goodness. Ja, auch Ronnies können Langeweile haben. Hallo, guten Tag. Ich hätte gerne ein Zimmer in Ihrem Hotel. Ach, Zimmer 321? Okay. Gucken wir mal ganz kurz. Wo ist denn Zimmer 321? Die 3 steht für die dritte Etage. Also gehen wir mal in die dritte Etage hoch. Oha, oha. Mhm. Ja, schön, schön. So, dann die zweite Seite. Sind wir hier und direkt das erste Zimmer. Aha, interessant. Ach, eine schöne Aussicht. Ja, das Gebäude, das Hotel habe ich quasi gebaut jetzt in den 2 Wochen. Hier auch schön mit Dixabumster und Baum und so drinne. Das Ganze 2-mal, da hinten ist auch noch ein Baum. Beziehungsweise es sind jeweils immer 2 Bäume direkt nebeneinander. Hier sieht man immer eine Lücke dazwischen und 2 Bäume. Diese Mammutbäume, ja, habe ich hier gebaut. Das ist also von mir. So, dann können wir uns jetzt also mal gucken, wo wir uns einen geeigneten Schacht graben nach unten, damit wir mal auf Diamantsuche gehen können. Oh, ich habe da hier meine Kisten. Die muss ich noch abbauen. Oh, hier wahrscheinlich hier. Oh, lol, ich kann sogar auf die Kisten zugreifen, weil sich hier unsere Bereiche überschneiden. Vor allem eben, mein Let's Play-Bereich von meiner Hütte geht ja auch bis hier. Interessant. Aber dadurch, dass ich hier... Oh, das ist leer. Ein bisschen zu viel für meinen Geschmack drin habe, belassen wir das natürlich, weil, ja, das wäre... Nee. Beim Let's Play benutzen wir lieber nur Sachen, die wir uns selbst auch erarbeitet haben. Und das bei meiner Hütte habe ich zwar auch so einen Großteil erarbeitet, also, Hintergrundwissen, die unterste Etage, heißt also praktisch das gesamte Grundgerüst, die untere Etage, die Fenster und so, habe ich alles selber gemacht. Auch die ganze Inneneinrichtung ist komplett handmade. Die Vorgärten hier auch komplett handgemacht und wie gesagt, die ganze Struktur, also wie die Wände angeordnet sind, die Wände selber, auch die ganzen Holzgeschichten, also hier die ganzen Böden und die ganzen Lampen habe ich alles komplett per Hand gemacht, die geht da hier auch. Und dann habe ich aber einfach praktisch die gesamte untere Etage einmal kopiert und das Ganze dann 5-mal eingefügt, sodass wir praktisch 6 Etagen haben. Heißt also quasi, ist es halbe-halbe. Die unterste Etage ist komplett handgemacht und die restlichen 5 Etagen ist dann einfach nur mit World Edit praktisch gescheatet, wenn man so will. Ansonsten ist das Gebäude quasi eine Kopie von einem Gebäude, was ich auch gemacht habe auf dem Mindset-Server. Da gibt es genau so ein gleiches Gebäude, nur halt im Mytest-Style. Heißt also etwas andere Texturen, weil die Materialien sind zwar weitestgehend die gleichen, aber sieht halt bei Mytest alles anders aus. Wobei ich von Optik her das Mytest sogar schöner finde. Könnt ihr euch schon mal gespannt sein, wie das denn aussieht. Ja, das ist mein Hotel. Okay. So, wir wollen Diamanten suchen und das Dach hier einziehen. Was machen wir zuerst? Ich bin fast dafür, zuerst das Dach zu machen. So, hä? Warum zum Teufel hat denn nur... Moment mal. Ich habe doch genug Kohle reingepackt.
Oder weil ich so schnell das Biom verlassen habe. Das ist natürlich Bullshit. Ah, super. Schön Kohle verschwendet. Okay. Ja, wir ziehen hier zuerst ein Dach hin. Das heißt, wir brauchen ein geeignetes Material dafür. Ich würde das, den Zwischenboden ungern aus einfachem Holz machen, weil der sowieso schon alles aus Holz ist. Sondern ich dachte da eher an so etwas hier. Als Dach. Bin ich mir aber auch nicht so sicher, ob das passen würde. Was haben wir denn noch so? Oder wir lassen das hier so als Lagerstätte und machen hier raus ein Firmengebäude. Da können wir hier vorne so einen Schriftzug ranpacken. Also quasi haben wir hier so an die Seite so einen großen Schriftzug. Da so. Und da entwickeln wir uns dann einen super kreativen Firmennamen. Ja. Irgend sowas wie, ja, hier bei uns gibt es niedrige Arbeit, also quasi umfassend mit Low Level. Und dann, ja, ist auch Not, ich weiß nicht. Ich meine, ich persönlich bin ja so kleiner Computerfanatiker, also können wir auch noch so das ein bisschen würdigen. Ach ja, siehst du, muss ich auch noch erzählen. Heißt also irgendwas mit Low Level Ship Technology, also die abgekürzt LOCH für Low und Ship. Und dann natürlich, weil das ja brauchen wir noch was Kreatives, praktisch ein Name davor, also sowas wie Erkan und Stefan. Wobei Erkan und Stefan, da haben wir dann aber Probleme wegen Copyright Claim. Bis wir so ein bisschen abwandern. Arkan und Cholofenko, die zwei russischen Brüder. Arkan kann man dann mit AR abkürzen und Cholofenko dann mit SCH. Das wäre dann also ein Gesamtwort von ARSCHLOCH. ARSCHLOCH. Doch. Klingt nice, klingt witzig. Kann man dann machen. Ja. Könnten wir praktisch ein Namensschild dann oben ran setzen, wo dann steht ARSCHLOCH. Ganz groß und breit, am besten noch schön mit Blinkschrift. Bisschen mit Glowstone. So, was machen wir hin hier? Danke. Okay. Nichtsdestotrotz würde ich wirklich vorschlagen, dass wir das auf Stein machen. So, 128 sollten reichen. Ich habe keine Ahnung. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Treppe nach oben. Oder machen wir das mit Leiter nach oben? Die Frage wäre, wenn eine Leiter bzw. eine Treppe, dann wo? Wir können natürlich die Kiste hier wegnehmen und hier eine Treppe nach oben machen, aber wie gesagt, das da oben soll ja bloß ein Dachboden werden. Also ich bin fast tatsächlich für eine Leiter. Das bietet sich beim Dachboden immer besser an. Gut, das heißt, wir brauchen noch Stöcker. Haben wir gerade? Doch, haben wir da. Okay. Stock auf Stock und hält doch. Da, bam. Nein, das reicht nicht. So. Ja, hier geht das wieder mit dem Langziehen. Und zwar ohne, dass man hier zweimal drücken muss, wie bei dem Hürdenbrei. Hürdenbrei, klar. Wie bei den Projektoren frei. Weil das hier, wie gesagt, schon Mindset Version 5 ist. Also 5.0.1 der Client bei mir hier. Und da scheint das schon zu gehen. So, links oder rechts? Das ist hier die Frage. Ich bin für rechts. So. Dann haben wir jetzt. Ja, wo jetzt? Macht das optisch Sinn? So lang kann man sich denn hier festhalten und weiter hochklettern? Nee. Nee, komm, die machen wir wieder ab hier. So, dann stellen wir jetzt hier ungefähr erstmal das Gestein hin. Bam und bam. Ja. Ich würde das Gestein gerne auf die Holzbretter raufpacken. Würde das optisch funktionieren oder wäre es besser, die hier so seitlich dran zu machen?
Ich mache sie erstmal seitlich ran. Mal gucken, wie das aussieht. Die Fackeln müssen natürlich auch weg, klar. Fuck. So, dann gucken wir mal, wie das von unten aussieht. Ah, ich falle. Jetzt bin ich aber echt überfragt. Warte mal ganz kurz, ich mach mal hier, mache ich das mal da drüber. Also quasi dann, ja, Wien eigentlich. So. Ach, mein Alter, ich falle hier andauernd runter. Scheiße, komme ich doch nicht mehr hoch. Oh, ernsthaft jetzt? Da kriegst du ja direkt viel der Frühlingsgefühle hier. Oh, leck mich doch. Okay. So. Kann ich da wesentlich mehr runterfallen, aber hier kann ich auch runterfallen. Und muss ich hin, um hier lang zu kommen. So, tada. Jetzt die Frage, was sieht auch. Was sieht besser aus? Es sieht tatsächlich fast beides scheiße aus. Es sieht tatsächlich echt beides einfach scheiße aus. Oh Gott. Das ist Dschungelholz. Nee. Warte mal ganz kurz. Haben wir jetzt hier unten. Doch, das ist Dschungelholz. Das ist dieses Dschungelholz. Was ist denn das hier? Ist das dieses Akazie oder was das ist? Muss ja. So, das heißt also, wir brauchen denn dafür da oben brauchen wir Dschungelholz. Gut, das heißt dann also, das ganze Gedöns kommt wieder weg. Spitzhacke AD. Oh. Reicht sogar noch für einen Stein oder so. Keine Ahnung. Egal, wir brauchen eh gleich eine neue, weil für die Seite reicht es auf jeden Fall nicht mehr. So, dann probieren wir jetzt auf der Seite das gleiche nochmal mit dem normalen Holz. Ja, das hat wunderbar funktioniert mit dem Runterschleichen. Scheiß Leiter. Dicke Stern. Danke. Ach, Mann, ey. So, ach komm. Oh mein Gott. So, kommen wir nicht mehr raus. Ich will also jetzt mal hier hingehen. Okay. Ich bin echt ein bisschen. Aber ich glaube, wir nehmen doch das Holz. Das sieht dann optisch tatsächlich doch besser aus. Ja, komm, wir nehmen das Holz. Okay, gut. Auf jeden Fall musst du erstmal wieder weg hier. Da ist ja mein Ausstieg. Danke. So, und dann müssen jetzt die ganzen Dinger hier alle weg. Wow, sag's doch. Reicht genau für einen Stein. So, das heißt, wir brauchen euch und dann brauchen wir euch. Easy. Danke. Ja, was ich mir dann noch sagen wollte, beziehungsweise ich kann das denn lieber im Mindset-Let's Play sagen. Oder sage sag ich das dann vielleicht nochmal. Ach scheiße, habe ich die Dinge wieder hingebaut. Ich bin auch intelligent. Und zwar habe ich jetzt beim Mindtest ein paar Sachen, also bei dem Mindtest-Server, ein paar Sachen überarbeitet, strich hinzugefügt. Zum einen gibt es dort jetzt auch Large Chests, heißt also diese großen Kisten, so wie hier. Und das finde ich persönlich am geilsten, gibt es da jetzt auch sowas wie das hier. Nur gibt es halt hier gerade mal ein paar, also sieht man ja, ist gerade mal eine Liste vielleicht. Und die Liste bei Mindtest, die ist aber viel länger. Halt also, man hat es auch immer so schön, wenn man irgendwelche Sachen macht, ploppen andere irgendwelche Sachen auf, so wie hier, mit wow, sie sind nun Holzfäller, wow, sie sind nun Bergarbeiter, wow, sie sind nun Schafzüchter, wow, sie sind nun, ja, weiß der Geier was. Und solche Sachen halt,
finde ich persönlich immer ganz niedlich, wenn man irgendwie über, ja, weiß nicht, irgendwie so eine Rückenbildung bekommt. Ich meine, letztendlich wirklich was bringt, weiterbringt, tut es einem ja nicht unbedingt, aber man hat immer etwas, was immer so schön aufploppt. Man hat quasi sowas wie so ein, ja, Fortschritt, kann man sagen. So eine persönliche Entwicklung quasi. Und das ist schon mal schon ganz niedlich. Mag ich sehr. Die Mod hat auch einen super einfallsreichen Namen, die heißt einfach Awards. Also ultra kreativ. So. Und dann habe ich jetzt auch noch beim Mindtest, ist mir gerade auch noch eingefallen, da gibt es auch noch mehr Rüstungen. Ich habe praktisch eine Mod hinzugefügt, also ich hatte die Rüstungen, original im Mindtest gibt es auch keine Rüstungen, sondern da habe ich ja dieses 3D-MOA-Pack. Und zu diesem Pack gibt es auch noch ein Erweiterungspack, das ist nicht direkt von den gleichen Herstellern, also Herstellern sowieso nicht, sondern von den Mod-Entwicklern. Sondern da hat sich noch jemand anderes hingesetzt, weil diese 3D-Armor-API, die diese Stützen, oder die entwickelt haben für dieses 3D-Armor, komplett durcheinander. Also, das 3D-Armor-Mod, oder die 3D-Armor-Mod, die bietet eine API, damit man selber auch noch Rüstungen hinzufügen kann. Und da gibt es jetzt quasi dann eine Mod, die hat genau das gemacht. Die hat praktisch noch weitere Rüstungstypen hinzugefügt, wie zum Beispiel kann man jetzt eine Kupferrüstung kann man machen. Man kann auch noch eine Mese-Rüstung, weil normal gibt es ja nur eine Goldrüstung. Da kann man jetzt auch noch eine Mese-Rüstung machen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, das sind alles Sachen, die werde ich dann nochmal in einem Mindtest-Let's-Play explizit ansprechen. Die haben wir jetzt hier erstmal nicht zu suchen. Wir sind ja hier beim Mindclone. Scheiße. So, dann haben wir das Dach instant quasi fertig. Das war doch gar nicht so schwer. Ah, das war klar. Genau, der eine ist. Der eine ist jetzt natürlich zu viel, den wir da hinten abgebaut haben. Der wird uns jetzt unser Leben lang verfolgen. Wieso hast du mich abgebaut? Ich war noch so jung. So. Für was wir den Raum hier noch nutzen werden, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich ja, quasi als Lagerstätte. Kann aber sein, dass ich hier einfach nur ein paar Holzballen hinknalle und das praktisch einfach nur so als optischen Lager benutze, ohne technische Funktion quasi. Kann aber auch sein, dass ich hier noch ein paar Kisten hinstelle. Ich habe keine Ahnung. Das wird in die Zeit bringen. Was wir hier genau machen. Okay, das Dach ist fertig. Können wir jetzt wieder schon runtergehen? Lalalala. Und schon ist hier unten dunkel. Muss ich hier noch ein paar Kronleuchter aufhängen. Das geht zum Glück relativ easy, solange wir hier haben. Das hier haben. Dann mache ich hier. Nein. Dann mache ich. Es kommt da. Einen hin, da einen hin, da einen hin. Ach Gott. Und da einen hin. So, an die Dinger klatschen wir jetzt sowas hier ran. Haben wir noch einen Holzblock oder muss ich jetzt echt extra nochmal einen neuen Baumstamm anfangen? Ja, wir haben noch. Siehst du, dass ich gar nicht so viel Holz brauchen machen müssen. Ist auch wieder typisch hier. Gott, Herr, die Dinger aber ja schon tief. Nee, du, das geht so nicht. Ist mir definitiv ein bisschen zu tief. Gut, dann also doch eins höher. Ich weiß zwar nicht, wie das dann optisch aussieht, aber bestimmt besser, wie als wenn du die Dinge direkt über einen Baum rumbaumeln, klar. Über einen Kopf rumbaumeln. Ja doch, das geht. Das funktioniert so, das kann man so machen, definitiv. Dann kloppe ich die alle hier nochmal ab. Schön mit Handverdröschung. Danke. Haben wir eine Axt? Nein, haben wir nicht. Zumindest nicht im Inventar. Ne, haben wir nicht. So.
Hätten wir geschafft, sehr schön. Jetzt das daran. Das daran. Das daran, damit es mal wieder ein bisschen heller wird. Ist ja hier keine Belichtungskammer oder wie die Dinge heißen. So. Und so. Und so. Und perfekt. Ja, so wird das auch gleich viel besser. Gleich wieder viel geräumiger. Okay, so können wir es lassen. Siehst du, schon sieht es auch wesentlich mehr aus wie ein Haus und nicht einfach wie ein Stall. Und man hat jetzt hier oben so schön Lager, wo man immer noch so ein bisschen, ja, dieses klassische Lagerfeeling hat. Das passt doch ganz easy. Ganz easy. Goddammit. So, halbe Stunde auf jeden Fall erstmal rum. Das heißt, also für die erste Folge war es das und jetzt sehen wir uns gleich zur zweiten Folge wieder. In dem Sinne, ja. Schau mit Farbe.